Hi und herzlich willkommen hier bei Mobile Gamer Guy, dem wohl besten Kanal, wenn es um mobile Videospiele geht. Wir sind wieder zurück bei Last Day on Earth und es wird diesmal ein kleines Video, wo ich nur ein bisschen Pack Opening mache. Also nichts Großartiges an Gameplay. Ich habe nämlich mal jetzt ein bisschen hier gesammelt an den Aufgaben, was ich so sammeln konnte. Ich habe zwar hier noch eine Aufgabe, die ich machen kann, aber egal. Ich habe mir den Premium Account gegönnt und zwar den Premium Plus, also für 9,50 €. Bin jetzt derzeit auch VIP Stufe 4 bereits. Da muss ich dann auch mal demnächst wieder hin am Glücksrad drehen. Ich habe derzeit hier am Emulator hier, wo alles auf 0 € gezeigt wird. Und dann kommt halt immer, bitte versuchen Sie später nochmal. Ich habe da irgendwie gerade im Shop einen Fehler. Ich muss dann über Smartphone dann die Sachen bezahlen. Auf jeden Fall werden wir jetzt ein paar Kisten öffnen, denn ich habe insgesamt 111 Müllmann-Kisten und 25 Sammlerkisten. Dann kommen ja noch mal einiges hier dazu. Das heißt, kommen noch mal ein paar Sammlerkisten oben drauf. 20 auf jeden Fall. 22, glaube ich, müssten dann noch oben drauf kommen. Vielleicht sogar 23, weiß nicht, was ich noch drin habe an Schlüssel. Das heißt, dass wir dann so gut, ja, sagen wir mal 47, 48 von den Sammlerkisten aufmachen und jetzt 111 Müllmann-Kisten. Ich werde die ersten mal eben einzeln machen und Eichenbrett nehme ich schon mal und wir kriegen jetzt ja pro geöffnete Kiste bekommen wir hier diese Schlüssel. So, jede fünfte Kiste gibt es ja mindestens einen sehr seltenen. Das heißt wieder ein paar Mal. Oh, sehr schön, Kupferbarren. Kupferbarren brauche ich. Warum brauche ich Kupferbarren? Kann ich euch gleich mal eben zeigen. Wenn wir jetzt auf 100 Kisten noch sind, gehe ich mal ganz kurz raus. Also ich brauche sehr viel Kupferbarren und ja, eigentlich Kupferbarren wäre mir hier am liebsten. Vielleicht noch hier diesen Skin und so, hätte ich jetzt auch nichts gegen. Aber hier wäre mir am liebsten Kupferbarren. Das brauche ich alles gar nicht. Komplett nicht. Vielleicht noch Welpe, ja. Die Rucksäcke möchte ich nicht haben. Eichenbretter und Kupferbarren. Das ist das, was mir am liebsten ist. Und Katana. Und ansonsten die Skins. Eine Kiste machen wir jetzt noch eben auf. Nochmal Kupferbarren, sehr schön. Jetzt zeige ich euch auch, warum ich sage, ich brauche Kupferbarren. Das habt ihr vielleicht schon gesehen. Ich bin hier gerade dabei, meinen Metallraum fertigzustellen. Das heißt, ich brauche noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wände, die ich noch machen muss. Obwohl die zwei Wände können sowieso nicht eingerissen werden, weil ich ja hier meine Garage habe. Das heißt, hier kann der sowieso nicht dran. Aber dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wände, die ich noch machen muss. Und 3 Böden. Und für die Böden brauche ich ja schon mal 15 Stahlplatten. Das heißt, also pro Boden. Das heißt, 45 Stahlplatten hier. Und dann nochmal 20, 40, 60, 80, 80, 100, 120, 130 und 45. Sind 175 Stahlplatten brauche ich. Und ich bin gerade mal derzeit nur bei 17. Deswegen brauche ich Kupfer, damit ich dann Stahlplatten herstellen kann. Oder beziehungsweise Stahlbarren und daraus dann wieder Stahlplatten. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir öffnen weiter Müllmannkisten. Ich öffne jetzt einmal 10 Stück. Mal gucken, was daraus kommt. Neuen Rucksackdesign habe ich bekommen. Sehr schön. Gucken wir uns den mal eben an. Und sehr viele Eichenbretter. Gucken wir uns mal diesen Rucksackskin an. Ich habe ja hier diesen einen neuen schon. Das ist jetzt der von der VIP, den habe ich. Sport. Und jetzt habe ich den hier auch noch bekommen. Ich finde den nicht schön, ne? Da behalte ich, glaube ich, erstmal hier den. Der passt zu diesem Skin am besten. Mein Charakter hat Durst. Bringen wir mal ein bisschen was Gutes. Wenn man, da werde ich zunächst noch ein paar Kisten machen und nur Wasser holen. Man kann nicht, wenn man VIP-Status hat, unendlich Wasser holen im VIP-Room. Und das ist halt wirklich ideal. So, jetzt öffnen wir mal 10 Stück wieder so. Dann öffnen wir wieder 10 auf einen Schlag. Ich kam leider immer noch nicht dazu zu streamen. Ich habe das wirklich vorgehabt, aber ihr seht ja auch, ich komme auch derzeit nicht dazu, schön, richtig Videos aufzunehmen. Leider. Ich habe noch ein Video mit den Farm-Trick, den ich ja als Anfänger-Guide gemacht habe. Das kommt jetzt zunächst noch online. Okay, und ich habe halt nochmal diesen blinden Jäger als Anfänger-Guide, komplett jetzt als Anfänger-Guide, wie ich das alles komplett erkläre, gemacht, obwohl ich ja schon mal ein Video dazu gemacht habe, aber das halt nicht als Anfänger-Guide tituliert und
Wenn ich jetzt einfach das alte Video umbenenne, wird nicht mehr wirklich gut angezeigt von YouTube. Ich wollte gerade Amazon sagen, ich weiß nicht warum. So. Wir haben jetzt gleich die Hälfte geschafft. Ich hätte gerne diesen einen Skin. Eichenbretter kriege ich gerade richtig gut. Machen wir nochmal auf. Wir haben einen Motorrad-Skin. Und zwar diesen geilen. Oh. Was brauche ich dafür? Das war ein Oldschool-Ding. Ne, ist jetzt kein neuer Skin, aber... Wo ist der? Offroad, da. Ich finde, der sieht schon geil aus. Zack. Diesen Black-Design, der hat schon was. Oder? Find schon, der hat was. Warum bin ich jetzt eigentlich zurückgelaufen? Keine Ahnung. Nochmal 10 Stück. Nichts Großartiges. Haben wir jetzt Kupfer. Machen wir jetzt nochmal 10 auf einen Schlag. Und die letzten 10 öffnen wir nochmal so. Da kriege ich jetzt nochmal 5 Schlüssel auf einen Schlag oben drauf, weil ich diesen Skin schon habe. Das ist auch schön. Das ist eine Kiste extra. So. Ah ja, Kupferbarren. Gib mir Kupferbarren. Gib mir so viel Kupferbarren, wie du nur hast, ey. Bitte. 2 Kisten noch. Nochmal Kupferbarren und... Nochmal Kupferbarren. Oh, die letzten 2 Kisten waren nochmal edel. Die waren jetzt nochmal edel. 44 Kupferbarren. Das heißt, ich kann damit schon mal 44 Stahlplatten nochmal machen. Sehr schön. Damit kriege ich nochmal 2 Wände fertig. Plus noch die 17, die ich habe. 3 Wände kann ich dann wieder machen. Das heißt, dann hätte ich die Seite auch schon mal komplett. Oder die hier kann ich dann komplett machen. Dann fehlen mir noch die 2 und... Also die 2 Türen und diese eine Wand hier. Not bad. Ich glaube, ich mache aber erstmal die Tür, die Wand und diese Tür. Und die 3 Wände werde ich dann zum Schluss machen. Muss ich mal gucken. So, jetzt werden wir gucken. 126 Schlüssel, die ich noch habe. 10, 20, zack. Sag mal ganz genau, 50 Kisten davon. 50 Kisten, die wir hiervon jetzt aufmachen können. Wie geil ist das denn? 50 Sammlerkisten. Und wir schauen uns nochmal die Sammlerkisten an. Da ist natürlich das, was ich am wichtigsten brauche. Stahlplatten. Gebt mir so viel Stahlplatten wie möglich. Skin, den habe ich schon. Brauche ich nicht. Den Skin könnte ich noch gebrauchen. Waffen. Gebt mir, wenn dann Scar. Okay. Aber ansonsten, ich brauche nur Stahlplatten. Gebt mir Stahlplatten. Gebt mir so viel Stahlplatten wie möglich. Carbon. Okay. Und 25 Grundkorken. Ah, jetzt gibt es hier auch noch andere Belohnungen. Landmine. Okay. Motorenteile, Titanium, jetzt kommt was Seltenes. Ne, sehr seltenes. Jetzt kommt was sehr Seltenes, oder? Hä? Eine jede dritte Kiste, ach so. Okay. M16. Motorenteile und wir eine Landmine. Nochmal Motorenteile und Grundkorken. Reanimator. Hightech und Aluminiumplatten, schade. Federn und C4, Carbon und Verbandskasten. Verbandskasten brauche ich derzeit überhaupt nicht, ne? Titanium und Kronkorken. Wir eine M16. Kronkorken, Titaniumpanzerung und Verbandskasten, Federn. Ah, das ist... Das gefällt mir jetzt gerade überhaupt nicht. Auch keine Stahlplatten. Aluminiumplatten, ja. Stahlplatten, nein. Nein, nicht Eisenplatte. Stahl brauche ich. Wenn ich bei 20 bin, mache ich einmal 10 Stück auf. Und dann gucken wir mal nach, ob vielleicht 10 Stück mir mehr Glück bringen. Auf einen Schlag zu öffnen. Da! Endlich! 3 Stahlplatten. M16 machen wir einmal 10 Stück auf. Nochmal Stahlplatten. 2 Waffen, okay. Dann machen wir die letzten 10 Kisten nochmal so auf. Und ich habe diesen Rucksack-Skin. Hier kriege ich nochmal 10 von denen. Ich habe nochmal einen Welpen, leider sonst keine. Ich kann also nochmal 2... Kisten kaufen. Ja. So, kann ich auch hier öffnen. Okay, und schade, Eisenplatten. Aber gucken wir uns jetzt mal an, was ich hier so drin habe in meiner Inbox. Eisenplatten, Verbandskästen. Okay, die Ersatzteile sind gut. Käfer und Welpe nehmen wir mal mit.
Landminen 48. Wie gesagt, 99 Wellen möchte ich noch machen. Am liebsten aber mal im Livestream. Vielleicht mache ich es aber auch im Video. Und 9 Stahlplatten. Das ist schon mal richtig fett. Damit kann ich hier diese Tür schon mal fertig machen. Damit habe ich meine erste Metalltür. So, weil wenn ich diesen Raum fertig habe, gehen die Sachen hier raus natürlich, diese Möbel. Die werde ich dann woanders irgendwie verfrachten, gucken. Und dann werde ich hier wichtige Kisten hier reinpacken. Die ich dann hierhin mache. Und dann werde ich auch irgendwann die Kisten schön als Hochregale komplett erweitern, sodass ich dann hier die wichtigen Sachen drin habe, die dann erstmal nicht geklaut werden können. Aber wir sind dabei, immer weiter voranzuschreiten. Warum ich hier derzeit keine Verbandskästen brauche, ihr seht es, ich habe letztens einen Raid gemacht, da gab es sehr viele Verbandskästen und auch schön Fleisch und so zu klauen. Auch hier Nahrungsmittel gab es da en masse. Deswegen ist das alles doch gar nicht mal so verkehrt. Wir haben auf jeden Fall einiges jetzt bekommen gehabt. Ich werde jetzt noch mal ganz kurz in den VIP-Room gehen. Ich glaube, ich kann derzeit da nichts reinpacken. Und noch eben den Hundewelpen. Zack, leider noch ein Männchen, ey. Dann mache ich das jetzt erstmal nicht, weil ich habe nur Männchen derzeit als Welpen da drin. Und da gebe ich jetzt kein Futter, dass die mich aufbessern. Ich gehe mal ganz kurz zur Tankstelle, sind sofort wieder da. So, und da sind wir im Tankstellenbereich, und zwar vor der VIP-Zone, die jetzt für mich natürlich wieder offen ist, weil ich habe Geld ausgegeben. Und das ist das, was ich meinte. Ich kann hier wirklich Unmengen an Wasser. Ich klicke hier drauf, immer kommt dann Gegenstand erhalten, Gegenstand erhalten. Ich habe jetzt schon 16 Wasser. Gegenstand erhalten. Das kann ich beliebig oft hier machen. Und hier meinen Wasserport auffüllen, was ich auch brauche, weil ich ja irgendwann Zement auch herstellen muss, weil ich ja immer noch den Leuchtturm muss ich noch reparieren. Dafür brauche ich 100 Zement. Ich habe irgendwie nur 63 oder 66 Zement. Und deswegen werde ich dann hier mal schön Wasser draufpacken. Hier kann man schön am Schwarzmarkt kaufen. Dafür braucht man allerdings diese Token. Die kriegt man, indem man hier zum Beispiel am VIP-Rad dreht. Hier 200, 300 und 100 Token zu gewinnen. Wir dürfen einmal spinnen und das machen wir auch. Und ich kriege 10 Rationen. Okay. Nicht das, was ich jetzt unbedingt haben wollte. Das hier ist ein Reparaturkit. Das kann man aber erst, wenn man Level 5 ist. Dann könnte ich hier zum Beispiel die Waffe drauf packen und innerhalb eines Tages wird diese dann repariert. Auch was ganz Feines. Hier kriege ich eine Mahlzeit. Jetzt habe ich eine Mahlzeit, die mich wiederbelebt, wenn ich sterbe. Hier kann man etwas an Gut holen. Ne, jetzt eine Karotte. Hier habe ich jetzt Beeren. So, und ein bisschen Food. So, und dann gibt es hier noch die Krankenstation. Da kriege ich schön Medizinvorräte. Und Gesundheit wiederhergestellt, okay. Und einmal am Tag, genau, ich glaube einmal am Tag kann ich das. Bei Level 4. Ja, täglich auffüllen der Medizinvorräte auf der Krankenstation. Also einmal am Tag kann ich dort Medizinvorräte aufpacken. Oder mir gönnen. Auf jeden Fall, ihr seht es hier unten. Statusdauer 6 Tage, 23 Stunden. 7 Tage, eine Woche hält das immer. Habe ich jetzt den VIP-Status. Und nach den 7 Tagen ist es abgelaufen und mein VIP ist weg. Allerdings bleibt VIP Stufe 4 gespeichert. Das heißt, wenn ich dann wieder Geld ausgebe und ich schaffe es dann auf 200 Kronen zu kommen, was ich jetzt hier leider nicht sehe, doch hier seht ihr es gerade, zum Beispiel dieses Metallzimmer, was ja 100 Euro kostet, seht ihr jetzt hier nicht, kriege ich 1000 von diesen Kronensachen und so weiter. Na, da seht ihr, wie viel Kronen man bekommt, wenn man Geld ausgibt. Und wenn ich das dann schaffe, würde ich dann auf Stufe 5 kommen, weil dann werde ich dann hier diesen Motorrad-Skin, der mir noch nicht mal hier angezeigt wird, kann Reparaturbank benutzen, die Energiekosten sinken, wenn ich reise, mein Werkbänken wird schneller hergestellt und ja, diesen Shopper-Skin. Und das geht dann so weiter, bis man wirklich Stufe 10 erreicht hat. Dann gibt es diesen Skin und danach kommt Prestige. Und wenn man Prestige hat, man halt eine Stunde lang eine unzerstörbare Waffe pro Tag und halt wie war es nochmal?
Ich glaube, Prestige hält dann irgendwie so und so lang. Und war es da nicht auch irgendwie, weil man, es kann nicht immer weitergehen und dann ab einem bestimmten Zeitpunkt bleibt man dann halt immer VIP und fliegt nicht mehr raus, dass man immer VIP ist. Und hier kommt man dann halt auch rein in diese Air Station. Aber was da drin ist, weiß ich leider nicht. Habe ich auch noch kein Video mir zu angeschaut. Was es dort denn so Schönes zu holen gibt. Das war es jetzt auf jeden Fall von dem heutigen Video. Ich packe nur mal ganz kurz meine Kronkorken hier rein, die ich in meiner Inbox habe. Die 600 Stück. Weil dann sind sie drin. Ich kann sie auch mal eben ganz kurz was gambeln. Ja, auf jeden Fall. Das war's für das heutige Video. Kurzes Pack-Opening. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schreibt mal, habt ihr auch ordentlich jetzt hier in dieser Mid-Season schon was sammeln können an diese Müllmann-Kisten und was habt ihr da so Tolles drin gehabt? Schreibt mal gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Ich werde jetzt hier einfach ein bisschen weiter gambeln und hoffentlich vielleicht da mal ein bisschen Jackpot bekommen. Aber denke ich mal nicht. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal sein, weil es sieht nicht gerade danach aus, dass ich jetzt gerade eine Glückssträhne habe. So, das war's für das heutige Video. Ich sage danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.